Ja, willkommen bei einer neuen Folge. Was ist neu in The Forest? Diesmal in der Version 0.13b mit der Axt im Walde. Und ja, wie sieht's denn hier aus? Wird sich vielleicht der eine oder andere fragen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, die YouTube-Kommentare letztens, die haben mir tatsächlich ein bisschen die Räder im Kopf drehen lassen. Und ich dachte mir, ich möchte da nicht einen Content rausnehmen oder irgendwas verkürzen, zusammenschneiden, wenn es dann doch auch Zuschauer gibt, denen das gefällt, die das gern sehen möchten. Und ich sag mal, ja, das lässt sich doch definitiv auf anderem Wege auch regeln. Und dazu habe ich auch mal was vorgebaut. Aber bevor wir hier eigentlich zum Vorgebauten kommen, ja, ist ganz lustig. Ja, und ich räume mich auch mal weg. Ja, wie man bettet, so liegt man. Es gibt hier an dieser Ecke vom Strand neuerdings drei Stück Haie, ja, und auf der gegenüberliegenden Seite auch, das zeige ich euch noch später. Ich finde das irgendwie amüsant. Ja, ganz neu ist hier im Prinzip, wir haben hier vier neue kleine Teilchen, die wir bauen können. Ja, die finden sich jetzt, ich denke mal, wo sind die hier? Nee. Ja, ich bin jetzt auch bekloppt. Wo ist das? Hier. Ja, wir haben einmal den Waffenhalter, das Weapon Rack. Wir haben einmal das Bombenregal, ja, Explosive Holder. Dann gibt's auch das Medizinregal, Medicine Cabinet und die Snackbar. Ja, ich sag mal, Futterregal ist an und für sich ein Dosenregal, ja. Hier ist das fertig gebaute Waffenregal, der Waffenhalter. Die Waffe, die man gerade in der Hand hält, kann man hier deponieren, je nachdem, wo man möchte. Mit der Taste C, dann pappt das dran. Ich nehme hier auch eine andere Axt raus, pappe die hier dran, nehme die nächste Axt. Ich denke mal, wir haben hier vier freie Plätze, wo wir was deponieren können. Ja, wenn wir was ablegen möchten, wie auch immer. Ich nehme mir die Äxte wieder mit. Ja, hier gibt es auch sogenannte Plätze. Drei pro ja, Regalfläche. Man sieht das hier schlecht, das Icon im unteren Bereich. Ja, aber da kann man dann was platzieren mit der Taste C. Soweit ich das gesehen habe, gibt es das jetzt auch nur für eben Getränkedosen. Ja. So, zapp, 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 alles wieder mitgenommen. Hier lässt sich dann auf jeden Platz, wo man auch möchte, Medizin abstellen. Ich nehme die auch mal wieder mit. Und wir basteln uns jetzt eine Bombe. Ja. Bombe basteln mit der Axt. Dazu ist nötig einmal eine Uhr, einmal ein bisschen Alkohol, paar Münzen und eine Schaltplatine. Ja, und ab geht die Luzi. Ja, ich nehme das. Das blinkt jetzt hier. Und bevor das hier hochgeht, platziere ich das auch hier mit der Taste C. Ja, ganz problemlos. Ja, Neuerungen gibt es aber auch bei der Bombe, die werde ich euch gleich mal demonstrieren. Wenn man die hier wirft, dann ist das nicht mehr so wie bei einer Bowlingkugel. Ja, und es gibt ein heftiges Bildschirmknittern, ne? Wenn das Ding auf einer gewissen Entfernung zu einem detoniert. Ja. Das, sag ich mal, ist ein Teil der Neuerung. Wir haben hier eine tolle Bombe. Man kann allerhand Teile hier ablegen. Und wir haben hier auch so kleine Gebäude. Ja, kleine Gebäude ist gut. Alles, was man hier auf so einer höhenverstellbaren ja, Ebene auf dem Fundament bauen kann, da ist jetzt nichts mehr, wo man, ich sag mal, dran kommt, ne? Da gibt's kein Seil. Das ist auch ein neues Item. Ne, nicht im Inventar, das war im Buch. Und findet sich hier weiter hinten. Genau. Das Kletterseil. Ja. Muss jetzt angebracht werden hier an diesen sogenannten Ankerpunkten. Ja, man sieht das. Ich knall das mal hier dran. Und dann habe ich jetzt ein Seil gebaut, ne? Wir gehen da auch mal testweise rauf. Gut, und da haben wir schon ein bisschen buggy, das Ganze hier. Ja, gut, grundlegend ist das so, dass die Seile ein bisschen optimiert wurden in der Handhabung. Ja,
Das steht zumindest in den Patch Notes so drin. Was hier das Durchfallen durch den Boden betrifft. Aber es, ja, klappt wohl nicht so ganz. Und was auch jetzt, wie ihr vielleicht gesehen habt, ganz gut gemacht worden ist, das funktioniert tadellos. Wenn man rauf geht, steht man auch schon richtig da. Ja, fast richtig. Aber man glitscht hier nicht mehr so einfach runter wie früher mal. Ja. Und die Seile, die können auch nur platziert werden, wenn hier die Gebäude eine gewisse Grundhöhe haben. Ja, das ist auch ganz wichtig. Eine heftige Neuerung, finde ich, ist auch das Blocken. Ja, wenn jetzt ein Angriff kommt, das zieht hier jetzt Ausdauer ab. Und hat man keine Ausdauer mehr, tja, dann ist mit Blocken auch nichts, ne? Ich habe hier noch was Schönes vorbereitet. Das hier, ihr seht es vielleicht, ganz nett. Ja, so ein Pavillon, und auf dem Pavillon lassen sich jetzt auch Teile platzieren. Ich möchte hier noch so eine Bank platzieren. Jetzt ist die hier einmal noch im Freien. Ja, ein bisschen schwierig zu sehen, das Ganze. Und sobald ich hier drauf fahre, nicht immer, ja, das backt ein bisschen ab oder klitscht noch ein bisschen ab. Ja, jetzt ist sie hier unten drin, jetzt ist sie oben drauf. Ja, ich weiß auch nicht. Hier zum Beispiel, ja. Da würde sie zum Beispiel jetzt stehen. Ich habe die mal ganz flott abgestellt. Wir gucken uns das hier an. Oh Mann, ja gut. Bei dem Sonnenlicht ist das schwierig zu erkennen. Ja, hier steht die Bank. Hier, so, hier. Gut. Das auch, natürlich macht das eine gute Atmosphäre. Ja, hier in der Nacht hingesetzt. Die Bank ist jetzt optisch natürlich immer noch ein bisschen komisch, aber gut, des Nächtens mal ein Abrasten und sich einfach die Gegend angucken. Ja, eine ganz große Neuerung, die wir hier haben. Oh, da fällt mir gerade auf, das sieht ein bisschen karg aus. Und dann machen wir jetzt wieder hier Extreme Grass Density und Very Far Distance. Ja, sieht anders aus, ne? Schon ein bisschen belebter das Ganze. Mache ich immer, wenn ich hier beim am Abholzen bin zum Beispiel, dann mache ich da die Option raus, damit ich das ein bisschen besser sehe. Ja, wo hier jetzt die Gegenstände rumliegen. Beim Abholzen, denke ich, ist das auf jeden Fall eine wunderbare Sache. Sieht man gleich viel besser, gerade in der Nacht. Ja gut, eine große Neuerung, die stand übrigens nicht in den Patch Notes drin. Man sieht das aber gut am Icon hier. Man kann jetzt mit der Taste E bei Gegnern die aufheben, ja, und rumtragen. Dann werfe ich mir hier jetzt wieder ab, den guten Mann. Ich nehme ihn wieder auf. Ja. Und lasse ihn wieder runter. Ja, lass nicht die. Oh. Nee, jetzt nicht verschwinden hier, ne? Ich lege dich dann mal wieder oben rauf. Ja, das nicht unbedingt die große Neuerung, von der hier zu sprechen ist, aber auch ein lustiges Gimmick, finde ich, an und für sich. Wenn man hier jetzt auf den Gegner draufhackt, ja, der explodiert ja nicht mehr in alle Himmelsrichtungen, je nachdem, wo man draufhackt. Ich mache das hier, kriege ich jetzt ein Bein, ja. Nehme ich mit, Bein habe ich jetzt im Inventar. Ja, zack. Kann ich auch. Ich mache das jetzt an und für sich hier auch nur zu Demonstrationszwecken, ne? Habe ich jetzt einen Kopf? Jetzt. Ja, ist ein Kopf weg. Den Rest kann ich hier durch die Gegend schleppen. Das ist alles ein bisschen makaber, darum lassen wir das auch. Ist aber eine große Neuerung. Ja, erspart hier definitiv einiges an Ärger für zwischendurch. Und ganz grundlegend neu sind auch ein paar Sounds im Game drin. Vor allem denke ich beim Kampf mit den Gegnern vernehme ich immer wieder hier Schmerzschreie. Ist ein bisschen ungewohnt, ja. Ja. Auch eine ganz große Neuerung. Und das hier auch quasi neben dem Medizinschrank, dem Getränkeschrank, dem Waffenhalter und dem Bombenregal ist jetzt mit dem Seil, das sich hier bei den Ankerpunkten von allen höhenverstellbaren größeren Gebäuden. Das heißt im Prinzip Pavillon, Pavillon, dann die, das, wie heißt das Ding nochmal?
Baumstammhütte, die große, genau die Plattform, Stufen und auch, wie gesagt, die Wand. Ist das jetzt hier die letzte Neuerung, die man bauen kann? Nämlich einen Boden, ja. Ich habe hier auch ein bisschen was vorbereitet und ich denke mir, wir probieren das gerade mal aus. Das ist ein bisschen kompliziert, das möchte ich dann doch vorführen, wie das funktioniert. Zuerst ist mal ganz wichtig, wir bauen hier. Ach, das ist ja wegen dem Sonnenlicht schlecht zu sehen. Wir bauen hier zuerst auf jeden Fall ein Fundament. Ja. Das wird ja immer schlechter hier zu sehen. Na gut, hilft nichts. Das ziehe ich mir hier schön so in einem Kästchen rüber. Wo ist das andere Ding? Oh, hier. Gut. Und beim Fundament ist jetzt auch neu. Das schnappt wunderbar dran. Und grundlegend ist man auch nicht mehr dran gebunden, hier ein viereckiges Modell zu basteln. Das heißt, man kann hier mit Dreiecken wunderbar bauen. Ja, ich habe jetzt einfach mal hier ein Fundament gebaut, beziehungsweise die Blaupause hingestellt. Und ja. Mit den vorbereiteten Teilen werde ich das jetzt einfach mal fertig bauen. Oh Mann, was brauchst du hier wieder an Holz? Es geht doch auf keine Kuhhaut. Ja. Und ja, sobald das Fundament an für sich. Nee, ist noch nicht, da fehlt noch was. Irgendwas fehlt da noch. Ja. Wie viel willst du denn hier noch? Ja, jetzt ist fertig, ne? Sobald das dann hier fertig gebaut ist, packen wir auch hier rechts oben neu. Ja, Custom Floors, das sind diese, ich sag mal, ja, variablen Böden. Sobald an für sich, das ist hier so ein Icon wie beim Fundament anfangs, hier so ein Symbol aufpoppt. Ja, klickt man mit der linken Maustaste drauf. Man sucht sich zum Beispiel hier am anderen Eck nochmal den anderen Punkt. Man erkennt das wieder, wenn die linke Maustaste kommt. Und dann kann man das hier durch die Gegend ziehen. Ja, komm jetzt hier mal raus. Genau. Und dann kann man das hier ein bisschen komisch durch die Gegend ziehen. Ich drücke hier jetzt auch die Taste L, dann zieht das hier, denke ich, hier drüben noch weiter. Und mit der Taste E habe ich das fixiert. Ja. Und das bauen wir an für sich auch direkt mal hin. Ja, da sieht man, was ich hier für ein Mist zusammengebaut habe. Ja. Nee, ist schon fertig. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus, ja. Aber wie gesagt, muss man ein bisschen mit experimentieren, definitiv. So. Und ich lege das auch mal hier. Ja. Da gibt es noch eine Neuerung. Mit dem Schlitten ist jetzt nicht mehr gesprungen. Das heißt, man kann auch nicht mehr hinfortfliegen. Ja, essen sollte ich auch mal was. Aber ich habe hier in der Zwischenzeit was Lustiges rausgefunden. Das muss ich euch demonstrieren. Ja. Man kann hier jetzt nicht nur viel besser die Baumstämme vor sich hertragen, wenn man hier diesen hier nimmt und immer wieder schön die Taste E drückt, sondern grundlegend lässt sich hier der Schlittenback wunderbar reproduzieren, ja. Immer auf die Taste E und wunderbar auf die Leertaste, bis man eine gewisse Höhe erreicht hat, indem es einem schwindelig wird. Ja, und dann fliegt man wieder durch die Gegend. Also für alle, die hier ein bisschen Rocket Jumping wieder probieren wollen, nur zu, ja. Die Wege sind offen. Gut, ja. So. Mal hier ein kleines Getränk zu mir genommen, ein bisschen was gefuttert. Und ich denke mir, das sind jetzt ein paar große Änderungen. Da komme ich aber zu noch einer Änderung. Nämlich, ja, wo sind denn hier die Häuserchen? Ja, genau, das alpine
Treehouse, also das Baumhaus, das alpine Baumhaus, lässt sich hier, doch, es lässt sich wieder anbieten. Ja, das möchte ich gesehen haben. Ja, doch, lässt sich wieder anwählen. Das war dann wohl ein Bug von mir, den ich heute mal hatte. Da ging hier unten nichts. Gut. Das ist aber nicht im Prinzip die große Neuerung, auf die ich raus wollte. Dazu nehme ich auch das normale Baumhaus. Das war ja bisher so, dass man die Richtung nicht ändern konnte. Jetzt mit der Taste R funktioniert das wunderbar. Wie bei jedem anderen Häuschen oder Hüttchen oder Gegenständchen, das man bauen kann, pappt man das dann dran und ja, funktioniert einfach schön hingedreht. Ja. Ja, wo ist denn jetzt die Höhle? Genau, die gucke ich mir an mit euch. Eine der Höhlen, ich will nicht unbedingt sagen, da gibt es jetzt eine Neuerung, ja. Ja, gucken ein bisschen. In den Höhlen ist das jetzt auch so, dass keine Vögel mehr rumfliegen, ich sag mal, sollten, ja. Oh. Ja, eine Batterie nachgelegt, ne? Und ich kann dazu einfach sagen, ich nehme hier die Leuchtpistole auf. Und die funktioniert hier wieder tadellos, ne? Ja, das funktioniert auch nur so tadellos bei diesen Kollegen, ja, was hier jetzt unsere Miss Nudity betrifft und auch den Trompetenrüssler, da kann ich euch definitiv sagen, da braucht ein bisschen mehr als nur ein bisschen Feuer von der Leuchtpistole oder von was anderem. Ja, unser Freund der Trompetenrüssler ist ohnehin eine ganz nette Sache jetzt mittlerweile geworden. Ja, der ist nicht nur viel schneller in der Bewegung. Ja, habe ich schon. Hätte ich die jetzt dran gelassen auf dem Waffenregal, dann hätte ich die jetzt wieder mitnehmen können. Aber gut, zurück zum Thema. Der Trompetenrüssler ist jetzt nicht nur um einiges schneller. Der dreht sich auch viel schneller. Ja, also nicht nur laufen, bewegen, sondern auch im Drehen ist ein bisschen wütender, ein bisschen aggressiver. Einfach ein wilder Kerl, sage ich mal. Ja, ist er jetzt mittlerweile definitiv. Und bei dem ist so, heizt man dem mit Feuer nochmal ein, wird der richtig wild. Ne? Das ist auch eine Neuerung. Ja, und wir stehen hier auch schon vor der nächsten Neuerung. Es gibt hier ab und an mal irgendwelche Embleme. Ja. Punkt Nummer 1, Punkt Nummer 2. Ja, die Bretter haben eine neue Textur, sieht alles ein bisschen feiner aus. Und da gibt es noch eine Änderung direkt für die Bretter. Die haben jetzt, Hitpoints, ja, das heißt zur Energie. Die brechen nicht gleich weg, aber dafür haben sie den Sound von den Blättern. Ja, Blättersound, ne? Ja, die Kreuzchen, die halten sich hier ganz gut. Da darf man absolut nicht meckern. Ja, wo komme ich hier wieder? Hier komme ich. Ja, die Tische ist noch immer wie beim bei der Hexenanbetung oder Geisteranbetung, was das ist. Da fliegen dann die Tische und Stühle durch die Gegend. Es wurde auch schon von magischen Koffern in den Foren berichtet, dass die hier ohne Aufsicht frei in der Luft durch die Gegend fliegen. Ja, konnte ich bisher in jeder Version definitiv bestätigen. Sieht auch immer wieder lustig aus. So. Ja. Und raus mit dir. Ja, in den freien Bereich. Wunderbar. Und es rockelt ein bisschen ab. Oh, wir haben hier tiefste Nacht.
Mal wieder kurz was futtern. Oh, na komm. Ja, ab und an hängt das auf jeden Fall mal durch. Das ist nicht so eine tolle Sache. Multiplayer ruckeln ist auch noch dabei, ja. Das ist aktuell wohl noch nicht gefixt. So. Ja, der gute Mann schnauft auf jeden Fall. Ich suche hier unseren netten großen See. Ja, ich denke mal, ich bin hier definitiv irgendwo richtig. Ja. Und ja, wir betreten nur ganz kurz eine Höhle. Ja, sagen wir Höhle 1, die große Höhle, die sich hier, das ist das Kannibalendorf, ja, die sich, ja, wunderbar, wunderbar. Dem gehe ich jetzt aus dem Weg, sonst überleben wir das hier nicht mehr, ne? Die große Höhle, die sich hier am oberen Punkt neben dem kleinen Kannibalendorf befindet, oder ist sie das? Nee, das ist sie nicht. Das ist die, in die ich möchte. Die andere, die ist wirklich mächtig umgestaltet worden, ja. Darf man hier nicht unterschätzen. Ist eine gute Sache, wenn man sich's angucken möchte. Haben sie viel geändert, ja. Und ich zeige euch hier noch eine letzte Sache, die neu ist. Wir laufen hier flott durch. Ich sag mal, in allen Höhlen ist ein bisschen was verändert worden, ja. Es gibt in einem Bereich der Höhlen, ich weiß leider nicht wo, eine Karte, ja, mit so Sternstickern drauf. Auf den Sternstickern gibt es hier die Punkte, die die Sternsticker an für sich anzeigen, in einer bestimmten Höhle. Ja, die zeigen auch Punkte, wo bestimmte Items sind. Ich sag mal Special Items, ja. Es gibt jetzt auch so, sagen wir, allerhand Organe, ja. Aber gut, zurück zu den Items. Trifft man auf eines dieser Items, hebt man sie auf oder ist man in der Nähe? Ertönt genau diese Melodie, ja. Das ist jetzt hier, ich weiß nicht genau, was das ist, ja. Ja, das ist ein Teil von dem Spielzeug, das unser Timmy dabei hatte. Und nimmt man einen dieser Gegenstände auf, und das ist jetzt eins der Spielzeugteile. Ich habe bereits eins gefunden, ja. Das heißt, ich habe bereits zwei, die tauchen auch im Inventar auf. Alles andere taucht im Inventar nicht auf. Ja, da gibt es hier so, ich sag mal, Kreuze und ich weiß nicht, was noch alles. Ich sag mal, auf die Melodie achten, wenn sie ertönt. Oft kommt die, wenn man hier in der Nähe von irgendwas Speziellem drin ist. Und ich husche hier ganz flott durch die Gegend. Der Kollege steckt oben drin, hat mich auch noch nicht entdeckt. Und eigentlich wieder kurz raus. Ja, im Endeffekt ist so, dass wir gar nirgends wirklich hin müssen. Ich habe euch die großen Neuerungen gezeigt aus der Version 0.13b. Ja. Und im Endeffekt können wir jetzt direkt ins Hauptmenü. Da zeige ich euch noch eine Kleinigkeit. Nö, da gehe ich ran und da gehe ich raus. Ja. In, ich sag mal, ja, nicht mal mehr 2 Wochen kommt hier das nächste Update laut der Entwickler. Finde ich wunderbar, ja. Bin gespannt, was da rauskommt. Gibt auf jeden Fall einige große Änderungen. Seile sind jetzt dran zu pappen. Extra, die muss man auch herstellen und craften, sozusagen. Das Blocken ist verändert worden. Wir haben jetzt einen Haufen Regale, wo man auch was deponieren kann. Funktioniert laut den Entwicklern auch im Multiplayer, dass man hier bei den Spielern unterschiedlich das miteinander teilen kann. Das ist ganz gut. Ja. Es gibt jetzt auch einen Boden, den man sich bauen kann. Ja, Vögel sind in den Höhlen nicht mehr drin.
Was ich zu den Vögeln noch sagen möchte, die haben jetzt auch einen größeren Bereich bekommen, wo man sie treffen kann. Ist nicht mehr so schwierig. Ja, Höhle 1 umgebaut, wie gesagt. Bomben rütteln jetzt und fliegen nicht mehr durch die Gegend wie Bowlingkugeln. Und zu guter Letzt gibt es dann auch noch eine Änderung mit den Eingabecodes. Wir kennen den Vegan Mode. Das Wort Vegan Mode eingetippt auf der Tastatur im Hauptmenü und schaltet auf dieses Bild dann automatisch um. The Forest in Open World Adventure. Zu gut Deutsch. Dass der Modi, wer es noch nicht weiß, mit dem man hier die Kannibalen und Gegner absolut abstellt, ja. Das heißt, die kommen gar nicht. Jetzt neu dabei sind zwei Eingabecodes. Der Meat Mode, quasi der Fleischmodus, Meat mit M-E-A-T geschrieben, setzt den Modus wieder zurück. Das heißt, würde ich jetzt ein neues Spiel starten, das Spiel laden, dann ist hier bei der nächsten geladenen Sitzung ist hier wieder alles normal. Wenn ich es vorher auf dem Vegan Mode hatte, wo niemand kommt. Ja, dazu gibt es jetzt aber was Neues. Das ist der Vegetarian Mode. Da wird das The Forest Logo rot. Ja, und das bedeutet, wenn ich diesen Code auf der Tastatur im Hauptmenü eingebe, dass die Kannibalen und Gegner nur mehr nachts kommen. Ja, das sind die großen Neuerungen, wie gesagt. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ja, Gegnerteile nicht vergessen, ist auch dabei. Eine ganz makabre Sache, aber ja, gut, warum nicht? Ja, ist ein bisschen mehr Realismus und erspart einem das Hinterherlaufen bei den rumfliegenden Stücken. Ja, ich hoffe, das war jetzt diesmal nicht zu kurz, nicht zu knapp, nicht zu lang. Ich freue mich auf jeden Fall auf jegliche Rückmeldung von euch und hoffe, dass euch das Let's Play hier wirklich diesmal wieder gut Spaß gemacht hat. Das war die Axt im Walde. Ich wünsche euch noch was Gutes. Bis zum nächsten Let's Play. Ich sag danke fürs Zugucken.